Slava Gospodu. Preist den Herrn. Я уже благодарю Господа. Ich bin sehr dankbar, Gott dankbar. Прошлом понедельник был самый счастливый день в моей жизни в Германии. Letzten Montag war der glücklichste Tag in Deutschland für mich. Когда я приехал в Германию, als ich nach Deutschland gekommen bin, мы жили в отеле. Wir haben in einem Hotel gelebt. Я познакомился с Камран. Я познакомился с Also, ich habe mich mit einem Kameraden bekannt gemacht. Камран был человек, который помогает украинский, который приехал в Германию. Er war ein Mensch, der halt Ukrainern, die hierher gekommen sind, sehr stark geholfen hat. Однажды я читаю Библию в отеле. Ich lese im Hotel einfach meine Bibel eines Tages. Und der Kamerad, oder ist vielleicht auch der Name Kamerad, er hat gefragt, was ist das? Und ich habe ihm über Jesus erzählt. Und dann ist er am nächsten Tag nach der Arbeit gekommen. Und jeden Tag haben wir Bibel gemeinsam gelesen. Und ich habe ihm gesagt, du musst dich bekehren. Aber er hat einen Freund. Oder eine Freundin, genau, und er fragt mich, darf man denn zusammenleben und gläubig sein? Ja, ich muss gesagt, ist nein, Jesus ist eine Lübisch, jetzt ist die, das, wo Jesus in Jesus, lieber die Schenissen, Anna Bultweisena, ich bot die Beprastil, ich tabu du Pravina. Ich habe gesagt, Jesus, also in der Bibel finden wir sowas nicht, Jesus sagt, aber du hast gesagt, Janik Gatu, wie die Samus. Er sagt, ihr sollt heiraten und dann zusammenleben. So, Jesus vergibt dir das. Ich habe gesagt, Kamran, jetzt die Hose ist leider bei Jesus, wo er das auch Jesus gesagt hat. Johannes ist ja Minja, Bibel ist ja Minja. Und er hat gesagt, ich möchte aber nicht heiraten. Er sagt, aber ihr müsst es nach der Bibel, müsst ihr heiraten. Ich habe gesagt, ich habe Kamran und Rashirubasa. Und ich habe gesehen, dass mein Freund sehr verbittert war. Aber du gehst nicht, wie die Samus. Und die Freundin. Nicht offiziell. Nochmal. Also sie war bereit zu heiraten. Okay. So, bei dem so Kamran Jela, und ich bin begeistert mit mir. Was hat er gemacht? Er ist natürlich von mir davongelaufen. Ja, so Kamran, ich prichode, ich bin mich alle Bibel für Mäste. Ich habe gemerkt, dass er nicht mehr kommt, um Bibel gemeinsam zu lesen. Ich kann sagen, so wir haben heute abgeschieden im Hotel. Und am Ende des Tages bin ich dann weitergezogen und habe das Hotel verlassen. Ich boche Kamran, mir nicht wohnt. Und der Kamerad hat nicht mehr angerufen. So ich habe ja nicht mehr sieht, du gehst Mäste, ja ist Clauda, ihr Paruge, Clauda. Clauda heißt seine Freundin und als ich. Dort, wo sie wohnt, habe ich verstanden, ist eine Drogenszene. Da sind ganz viele Jugendliche, die Drogen rauchen. Und ich habe, nee, also dort, wo er jetzt umgezogen ist, das ist eine Drogenszene. Und dort habe ich angefangen, über Jesus zu reden. Und da ist er auch hingekommen. Ja, die Freundin ist auch hingekommen und hat sich auch bekehrt. Und wir waren einmal zu viert sogar hier am Gottesdienst. Und nach zwei Wochen Clara mir gesagt, Kimo, Christians Kujis, nicht in Tejelo, nicht Kuri, nicht Pideta, ja, nicht mal go. Sagt er, es ist so schwer, das Leben nicht trinken, nicht rauchen, ich kann nicht mehr. So, Schluss. Ja, wie das so, Clara, ihr Padrug, ich sage, du siehst, ich know the light of me, ja. Ich habe gemerkt, dass sie dann auch keine Gemeinschaft mehr mit mir haben wollte und Abstand von mir nehmen wollte. Okay, und dann hat er letztendlich gefunden, wo er wohnen wird, sein bleibendes Zuhause. Als ich hier nach Deutschland gekommen bin, waren das so meine ersten Kontakte, meine ersten guten Freunde und plötzlich waren alle weg. Und ich war auch ein bisschen verbittert. Ich möchte es niemandem erzählen. Weil allen, denen ich über Jesus erzählt habe, die sind von Gott gegangen. Ich möchte nicht mehr weiter von Gott reden.
Als es Dezember war, habe ich entschieden, wieder zur Ukraine zu fahren. Weil er hat genau in der Ukraine war er Missionar. Und als ich da hingekommen bin, habe ich gemerkt, dass mein Herz nicht da ist. Und der Pastor hat mich gefragt, Akim, wirst du jetzt hier bleiben mit uns? Ich konnte, also früher bin ich mit einer Krücke gelaufen. Hat er gesagt, nee, ich gehe zurück nach Deutschland, ich werde nicht in der Ukraine bleiben. Ich bin nur 5 Tage in der Ukraine geblieben, bin wieder zurückgekehrt. Und dann, als ich herkommen bin, habe ich gesagt, Gott, gib mir doch wenigstens einen Freund. Weil ich bin zum Gottesdienst gekommen, ich habe noch keine Freunde. Und so ein einfaches Gebet, Gott hört es. Und dann hat man mich in einen Gottesdienst eingeladen. So, bro, I didn't drink, he was with Stefan. Es war ein Freund, der heißt Stefan. Stefan postet mir ein Video und sagt, Privet. Und als Stefan mich gesehen hat, sagte er, hallo, grüß dich. Stefan, du bringst mir nicht an den Pakaes. Und Stefan war erst vor kurzem bekehrt. Und gesagt, Kim, das ist nice. Ja, mein Lösser, Kubok, ich habe mir ein paar afrikanische Druck. Und er hat gesagt, ich habe gebetet, zu Gott gebetet, dass er mir einen afrikanischen Freund gibt. Genau, so Brandon sagt, Stefan, du warst bei dem Restaurant. Und als Gottesdienst zu Ende war, hat Stefan gesagt, komm, geh mal ins Restaurant. Und ich verstehe, hier in Deutschland, wenn man ins Restaurant geht, muss man selber zahlen. Und er sagt, ich habe kein Geld dabei und ich habe auch gesagt, ich bin auch nicht hungrig. Akim, ja, Pastor, kannst du mit mir zum Neuen Restaurant? Und er sagt, ich lade dich ein. Er sagt, im Restaurant weiß ich, dass man 20 oder 30 Euro Minimum lassen muss. Ich habe schon umgerechnet, wie viel das in Grivna sein wird. Das ist zu viel. Mir alles gut. Und dann sagt er, ja, mir geht's gut, alles gut. Ist nice, dass die Frau Post nach Hause drüßt ist am Neu. Und er hat noch nicht gewusst, Akim hat noch nicht gewusst, dass Stefan mit ihm einfach Freundschaft schließen wollte. Stefan sagt, Akim, du kommst mit, ich werde selbst bezahlen. Restaurant, und dann waren wir im Restaurant, hat bestellt, wir haben gegessen. Und dann hat er mir über die Bibel Fragen gestellt. Ich gebe ihm meinen Kontakt weiter. Und am nächsten Tag ruft er mich an. Und dann kommen wir, treffen uns in der Stadt. So, wir haben uns getroffen. Und wir gehen ins Café. Heute kein Kaffee. Ich möchte nur dir einen Tee anbieten. Ich habe verstanden, dass Stefan möchte, dass wir nur zusammen Freundschaft haben und gemeinsam beten können. Und nach diesem beten wir einfach gemeinsam. Er hat mich auch zu sich nach Hause eingeladen. Wir haben die Bibel gemeinsam studiert. Mir so, da schaut auch ein Christeni. Na, stell mir die Frage, was ist ein Christ? Dann die Poster hat in der Serkov, et der Losch. Jetzt ist die Kode Serkov, at wo ja schießt in die Satwest, wie Christu. Er sagt, Christ ist nicht nur der einer, der zur Kirche geht, sondern der auch sein Leben verändert hat. Ein Christ ist derjenige, der sein Leben Jesus hingegeben hat. Und der Stefan hat das sehr ernst aufgenommen, das, was wir gemeinsam gesprochen haben. Und dann ist Stefan nach Gifhon gefahren. Er hat dort einen Freund, einen Muslim. Und der heißt auch Akim. So Stefan hat gesagt, boah, ja, na schon, Akim ist Ukraine. Und er hat ihm erzählt, ich kenne einen Akim aus Ukraine. Er war früher auch Muslim. Akim ist Germane und ist Türkei und Radius tut und Radius Germane und Muslimani. Okay, und dieser Akim aus Gifhon.
Der ist Moslem, ist aber hier in Deutschland geboren. Also, und Gott hat schon zu ihm gesprochen, dass er Christ werden soll. Aber er weiß nicht, wie er es machen soll. Der Stefan sagt, es gibt einen Akim aus Ukraine, der ist in Braunschweig. Stefan organisiert was, should be mich. Und Stefan hat das organisiert, damit wir uns treffen können. Und wir sind wieder natürlich ins Restaurant gefahren mit Akim. So, als wir anfangen zu essen, merke ich, dass Akim keinen Hunger hat oder ihn interessiert das Essen nicht. Er möchte mehr über Jesus wissen. Er stellt mir viele Fragen. Akim, Jesus tut. Jeder Restaurant, Jesus tut Kuschel. Und als wir essen, sagte gemeinsam essen, sage ich, Akim, Jesus ist hier, du kannst jetzt ihn heute in dein Leben einladen. Serious, na, da Jesus, yes, it is, yes. Sagt er echt, hier, hier? Sag ich, ja, er ist hier. Wir wollen jetzt beten und Jesus kommt in dein Herz, du wirst dich verändern. Und es war mir nicht peinlich im Restaurant, wir haben gemeinsam gebetet. Und nach dem Gebet habe ich gemerkt, dass Akim sich verändert hat, er hat so eine Freude. Er hat gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Was für ein Wunder ist geschehen. Akim ist jetzt nach Gifhon wiedergefahren. Er liest Bibel, er hat Jesus in sein Herz aufgenommen. Und dann hat Stefan mich angerufen und gesagt, hat gesagt, dass wir jetzt mit Akim öfters besuchen müssen. Und ich bin wieder nach Gifhon mit ihm gefahren. Und dann haben wir zusammen die Bibel studiert. Und Akim hatte einen Freund, der auch schon gläubig war. Aber der Freund ist von Gott weggegangen. Und dann bin ich hingekommen zu ihm. Wir haben die Bibel gemeinsam angefangen zu lernen. Und er hat gesagt, der Freund von dem anderen Akim hat gesagt, ich war früher gläubig. Und er sagt, Jesus kann dich wieder annehmen, wenn du Buße tust. Und es ist ein Wunder geschehen, dass dieser Freund von Akim sich zu Gott gewendet hat. Ich bin einfach Gott so dankbar, dass für mich ist das ein Wunder. Es gab Zeiten, wo ich einfach verbittert habe, gesagt, ich rede mit keinem mehr über Jesus, dass ich gebetet habe zu Gott. Gib mir einen einzigen Freund. Und dann kam dieser Stefan. Gott hat mir wieder geholfen, von ihm zu erzählen. Das ist eine riesige Freude für mich. Ich bin Gott einfach so dankbar, dass das Wort, sein Wort keine Veränderung hat. Genau, es gibt Menschen, die Gott nicht annehmen wollen, aber wenn man betet, Gott schickt Menschen, die ihn annehmen wollen. Als ich das gesehen habe, das erlebt habe, hat mein Glaube sich einfach gestärkt und er hat sich wieder neu Gott hingeweiht, hat gesagt, ich möchte leben für dich. Wenn sich ein Mensch bekehrt, ist für mich mehr wert, als wenn ich 1 Million Euro hätte. Ich bin Gott sehr dankbar. Ich möchte, dass er mir Kraft gibt, dass ich für ihn leben kann. Preist den Herrn.